That's why I'm moving close. To be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Oh, wenn ich immer so geweckt werde, kannst du ruhig häufiger früher von der Arbeit kommen. Alter Schwede! Ey, Svenja, was spinnst du oder was? Runter! Raus mit dir! Nein! Komm. Bist du verrückt geworden? Raus mit dir! Ey, ist doch alles gut. Ey, spinnst du? Raus! Geh raus, du Mann! Hör auf mit der Scheiße! Ey. Hanna ist doch noch gar nicht da. Hör auf mit der Scheiße, Svenja! Nein, ich will Hanna das nicht! Hanna ist gar nicht da! Svenja, mach das Ding wieder zu! Bitte, komm, geh runter von mir! Ich will noch ein bisschen Spaß haben! Ey, ich sag das, Hanna! Ich sag das alles, Hanna! Bitte, hau ab jetzt! Runter! Oh, ganz ehrlich, denkst du, die glaubt dir? Mit dem sie drei Monate zusammen ist, anstatt ihrer besten Freundin seit Grundschule? Geh runter von mir! So! Ganz ehrlich, wenn du nicht willst? Raus, raus! Du wirst schon sehen, was du davon hast. Dann kommst du halt gar nicht mehr. Du spinnst doch, du bist irre! Ja, Marco ist zwar mit meiner besten Freundin zusammen, aber ich fand den halt schon immer ganz geil. Und irgendwie ist er auch einfach viel zu hübsch für sie. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich mir ihn klar machen kann. Und bis jetzt habe ich auch immer bekommen, was ich wollte. Was, Svenja, wie sieht es eigentlich bei der Wohnungssuche aus? Ich weiß ganz genau, dass es auf dem Wohnungsmarkt im Moment nicht so sich aussieht. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Daher bin ich echt dankbar, dass ich bei euch erstmal unterkommen konnte. Ach, das ist nicht selbstverständlich. Doch, das ist selbstverständlich. Nein. Du bist meine beste Freundin, ich kenne dich so lange. Und wir haben echt gesagt, du kannst gerne hier wohnen, so lange wie du möchtest. Das ist total lieb. Doch, aber so sehe ich das auch. Wenn Freunde in Not oder halt ne, Freundin von meiner Tochter, also du kannst so lange bleiben, wie du möchtest, gar kein Problem. Ja? Fühlt euch zwar das nicht zu eng hier irgendwie oder so? Also ich bin ja auch schon häufig hier und dann noch mit der Svenja. Ist das nicht? Also, ich verstehe nicht, was dich das aufregt. Also, ich meine, das ist doch nicht dein Problem. Du wohnst ja nicht hier. Anna, seit sie da ist, verbringen wir gar keine Zeit miteinander. Also, sie ist immer dabei. Alles bei allem, was wir machen. Oh, Schatz, warum hast du mir das denn noch nicht gesagt? Das ist echt süß von dir. Also, wenn dir das so wichtig ist, wir können auch in Zukunft noch mal wieder was mehr Zeit miteinander verbringen. Ja, das wäre schön. Wir sind ja eigentlich alle soweit fertig, oder? Mhm. Ja, ich habe gegessen. Wie wär's, wenn wir dann einen Film gucken? Ihr beiden sucht mal einen Film raus und wir als Gäste machen dann einfach mal den Abwasch. Okay. Das ist aber lieb von euch. Gerne, ja. Komm, dann suchen wir ein paar Filme raus. Gute Idee. Danke sehr. Mir ist auch egal, was wir gucken. Also die Filme, die hast du vorne bei dir im Zimmer, ne? Die guten. Stimmt. Komm, guck mal hinten im Zimmer. Komm. Ey, Alter, sag mal, spinnst du oder was? Hör auf mit der Scheiße. Stoßt du mich hier weg? Was bildest du dir eigentlich ein? Zum Mal, ich hab dir gesagt, du sollst aufhören mit der Scheiße. Ja, hallo, du kannst froh sein, dass ich dich überhaupt anpacke, das, ja? Du bist natürlich. Das ist meine Freundin. Bist du komplett Psycho oder was? Und dann kommst du mir auch noch mit dem Scheiß, ich soll ausziehen, dann machst du nicht mehr ganz Scheiße, Mann, wenn du mir noch einmal sagst, ich soll ausziehen, dann lernst du mich erstmal richtig kennen. Willst du mir jetzt drohen oder was? Hä? Wenn das so klingt, ja. Ich werde. Spinnst du komplett? Was seid ihr denn hier so am Streiten? Marco ist offensichtlich eine treue Seele und er lässt sich von Svenja wahnsinnig unter Druck setzen. Wie er diesen Druck rausnehmen könnte, wäre ganz, ganz simpel. Und gleichzeitig hat er davor Angst, denn er müsste mit seiner Freundin Hanna ganz offen sprechen. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen er befürchtet, aber wenn er das weiter verheimlicht, was Svenja hier tut, wie sie ihn erpresst, dann macht er sich weiterhin noch erpressbarer. Er stellt sich halt ein bisschen an, weil er abräumen soll, weil ich da... Ach, Schatz, das ist jetzt nicht dein Ernst. Kannst du auch mal ein bisschen den Teller abräumen? Ich habe eben schon gekocht und... Ne? Also, ein guter Gentleman macht das, ne? Sehe ich auch so. Ich wäre dafür, du machst den Rest jetzt alleine und wir gehen schon mal rüber ins Wohnzimmer. Habt ihr einen gefunden, ja? Ja. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich das Hanna sage, wird Svenja alles umdrehen und was soll ich machen? Kann ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? So cool. Ja, du kannst hier gleich wieder so hinlegen. Alter, ey, was machst du hier? Hör auf mit der Scheiße, Mann. Zieh das wieder an. Hör auf mit der Scheiße. Ich ganz bestimmt nicht passen. Zieh das wieder an. Hilfe! Lass mich in Ruhe! Lass mich nicht ein! Hilfe! Sonja, hör auf, geh weg! Geh raus hier! Hau ab! Sonja, hör auf mit der Scheiße! Was ist denn los? Hör auf mit der Scheiße! Was ist denn hier los? Er wollte mich anfassen! Zieh das wieder an! Nein! Geh weg! Ey, was ist denn hier? Ihr habt mich gewartet und habt das einfach fallen lassen. Ey, mein Freund, pass mal auf. Ich schwör's euch, ich hab damit nichts zu tun. Wirklich! Ich hab nichts damit zu tun. Du Schwein! Komm mal hier raus, komm mal hier raus. Einfach ab mit!
Ihr müsst mir glauben, ich habe nichts damit zu tun. Ey, so einer bist du? Bist mit meiner Tochter zusammen? Du bist und jetzt begrabst du ihre Freundin, oder was? Ich habe niemanden begrabst. Ich habe ihr Handtuch fallen lassen. Ich habe nichts damit zu tun. Du kommst mal raus. Komm. Ich glaube dir kein Wort. Hanna, du musst mir das glauben. Hanna, ich schwör's dir, ich habe nichts damit zu tun. Wirklich. Ich schwör's. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich habe nichts damit zu tun. Weißt du? Ach, Schatz, das tut mir so leid. Oh wei, das tut mir so leid. Oh Mann, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So ein Arschloch. Es tut mir so leid für dich. Komm mal, Svenja, willst du den Marco anzeigen? Sollen wir die Polizei rufen oder sowas? Nein, so, jetzt ist Marco endlich Single. Und wenn sich das Ganze erstmal abgekühlt hat, gehört er endlich mir. Was ist denn mit dir los? Du bist ja total aufgelöst. Moment, jetzt erzähl mir aber erstmal, was los ist, Mäuschen. Ich mach dir jetzt mal was zu trinken. Ich habe mich gerade mit meinem Agenten getroffen und er hat mir gesagt, so wie ich jetzt gerade aussehe, werde ich niemals einen potenziellen Kunden haben, weil die Klamotten passen nicht und ich soll mir viel hochwertigere und teure Sachen und knappere Sachen kaufen. Aber wovon? Ich habe doch noch nicht mal einen Auftrag. Hey, jetzt trink also, erst das was. Wohl. Mach dir doch darum nicht so einen Kopf. Pass mal auf, ich habe die Idee. Komm mal, wir gehen zusammen shoppen, dann kaufen wir dir ein paar schöne Klamotten und dann hat er nichts mehr zu meckern, ja? Du hast schon so viel für mich gemacht und dann würde ich mich noch viel schlechter fühlen, wenn ich das jetzt auch noch annehme. So. Irgendwann kannst du mir das doch wiedergeben. Ist doch nicht so schlimm. Wofür sind Freundinnen da? Hanna ist wirklich so naiv. Die macht es mir ja schon fast zu einfach. Boah, wir waren schon in 1000 Läden, ganz ehrlich. Ich möchte mich echt gerne mal in einen Kaffee setzen und eine Kleinigkeit trinken. Ja, Geld habe ich auch kaum noch. Wetter ist jetzt auch nicht so toll, aber ich meine, du hast auch schon eine Menge Geld ausgegeben und so. Haare und Fingernägel sind jetzt auch nicht so wichtig. Ne? Hauptsache, ich hinterlasse einen positiven Eindruck beim Kunden. Die Handtasche brauche ich jetzt auch nicht. Und ich habe ja schon ein bisschen was. Also. Ja, aber du hast ja recht. Also es ist schon. Also du hast schon recht. Also ich sag mal, das ist schon wichtig, dass du das machst. Komm, wir gehen jetzt noch zum Friseur und danach noch schnell zur Maniküre, weil die noch offen haben. Ja. Ja, ich guck mal. Wir gehen gleich zur Bank, dann krieg da bestimmt noch was Geld. Und dann gehen wir schnell dahin. Das ist echt auch wichtig. Wieder von mir, ne? Also so ist es ja, nicht. Ja, ist schon okay. Also ich sag mal, wenn du Model bist und berühmt bist, dann kann ich dir, ja, kannst du mir das jetzt wiedergeben. Ja, das auch so. Ne? Ja, nur also, wir müssen es jetzt nicht machen, wenn wir es machen. Marco, da legst du natürlich auf. Ich wollte auch dran gehen. Nein, was willst du denn von dem? Das ist dein Ex-Freund. Ja, warum denn nicht? Ja, hast du mal überlegt, dass er nicht nur bei mir zugelangt hat, sondern auch die Nummer von irgendeiner anderen Ische hat? Mann, der ist nicht gut für dich. Ja, du hast ja recht. Da würde ich keine 2 Sekunden überlegen. Wenn er nochmal anruft, dann drück ihn bitte weg. Das ist doch bestimmt schon wieder. Ja. Drück ihn weg, das ist total easy. Ja, du hast recht. Komm, sonst behalte ich das Handy erstmal. Nee, hast ja recht, ich gehe da nicht mehr komm, dran. Komm, dann gehen wir wirklich noch was shoppen. Und sonst kann ich jetzt auch anrufen. Ja, okay. Alles klar. Moment mal, was soll denn hier bitte der Zirkus? Ja, guck doch mal. Sensationell. Spitze. Wirklich, wie ein Top. Nein, du solltest. Halt schon. Ja. Ja, ich schwöre es dir, wenn du mitmachst bei einem. Sag mal, was spielst du das denn hier so runter? Ein bisschen laufen? Du, das geht gar nicht. Wenn sie bei einem Miss Universe Contest mitmacht, dann gewinnt sie mit den beiden. Ja, ganz toll. Ja, geil, jetzt noch ein bisschen mehr hinterher. Das geht überhaupt Hanna. Nicht. Du, ohne Scheiß, du verhältst dich hier so unangebracht, das Hanna, ist so. Was? Ist dein Problem? Du läufst hier halbnackt durch die Bude. Das geht gar nicht. Das ist das Letzte. Nee, Hanna, was? Das ist jetzt so ein Fremdschämen. Widerlich, bar. Ich bin doch hier nur lang gelaufen. Ja, nur lang gelaufen. Ich laufe. Nee, spart euch das. Ich wollte wirklich deiner Freundin nur helfen. Hab ihr nur mit guten Kommentaren. Danke. Also, tut mir leid. Also, die Svenja ist echt eine sehr talentierte junge Frau. Und was ist denn schon dabei? Ich meine, die bei Victoria's Secret, die haben noch viel weniger Klamotten an. Die Hanna soll mal runterkommen. Wo ist dein Scheißproblem? Ich kann dir sagen, wo mein Scheißproblem ist. Ja, dann sag es mir, weil ich in Unterricht war. Das ist mein Vater so. Und er ist mal locker 20 Jahre älter als du, oder wie war das? Ja, und er wollte mir nur helfen. Ich wollte Laufen üben und er hat mich doch nur kritisiert oder gelobt für das, was gut war. Ja, du lässt dich hier in die Sous von dem begeiern. Das geht doch gar nicht. Hanna, das machen wir. Das hätte ich doch auch in Klamotten machen können, ganz ehrlich.
Ja, wenn das scheiße rüberkam, dann tut mir das leid. Aber, Mann, kann ich das irgendwie wieder gut machen? Naja, also, wie gesagt, begeistert bin ich echt nicht. Ich weiß wie. Wir gehen morgen einfach mal schön einen Cocktail trinken. Ich lade dich diesmal auch ein. Und dann machen wir einen richtig schönen Mädelsabend, okay? Und dann vergessen wir das wieder, ja? Ja, gut. Vergessen? Ja, weil du es bist. Okay, ich zieh mir das an und dann... nicht nochmal, ja? Nächstes Mal bitte. Ich habe das jetzt gar nicht so registriert, dass das komisch rüberkommen könnte. Und dein Papa wollte mir nur helfen. Mein Gott, ist die Brüde. Als ob Carsten mich nicht schon immer mit seinen Blicken ausgezogen hätte. Oh. Hi, ist das nicht mein Laptop? Ja, ich habe nur kurz auf dem Internet habe ich was nachgeguckt. Und das ist ja kein Problem. Okay, super. Naja, wie gesagt, nur kurz nachgeguckt am Internet. Das bin ich. Ach so, ja. Ich habe auch in einen von deinen Ordnern gesehen, weil ein Freund von mir, der arbeitet bei einer Modelagentur. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann der dir helfen, dass du da irgendwie reinkommst und so weiter. Aber dann komm mal her, das sind doch total alte Bilder. Da bin ich ja sogar noch blond. Okay. Dann zeige ich dir mal lieber ein paar neuere auch. Vielleicht, wo man ein bisschen mehr sieht als... Okay. Bleib ruhig hier. Da sind zum Beispiel welche mit... Oh, wow. Bikini, die sind aktueller. Also, ja, nee, super. Also wirklich Topmodel-Material bist du. Ja, meinst also, du, das wäre was für deinen Kollegen was, ja? 100%. Der wird das bestimmt ganz toll finden. Du bist ein bisschen nervös, kann das sein? Ja. Brauchst du gar nicht sein. Ich bin auch ganz lieb. Boah, ey, das ist mir ein bisschen zu viel. Was soll denn die Hanna denken? Jetzt wirklich, das... Hanna. Wir sind doch alle erwachsen und... Hanna kann das schon nachvollziehen. Außerdem fand ich dich schon immer irgendwie ein bisschen heiß und... Echt jetzt? Ja. Als ob Carsten irgendjemanden in einer Modelagentur kennt. Der ist einfach nur scharf auf mich. Aber wer kann es ihm denn eigentlich verübeln? Und wenn ich erst einmal mit ihm in die Kiste steige, dann schmeißt mich Hanna auch nicht mehr so schnell raus. Guten Morgen. Hä? Was heißt denn hier morgen? Also ich sag mal, was macht ihr hier? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Machen Frühstück für alle? Und ich glaube, das geht dich auch Frühstück gar nicht für alle? Ich glaube, das könnt ihr euch ganz schön sparen. Ihr könnt mal ganz schön alleine frühstücken. Ja, was zieht ihr denn hier für ein ekelhaftes Spiel ab? Was ist denn los? Was ist das widerlich? Hanna, das hat dich nicht zu interessieren. Das hat mich sehr wohl zu interessieren, Madame. Nein. Ich wohne hier und du ab sofort besser wohl nicht mehr. Du sollst dir eine Wohnung suchen. Moment, du solltest dir eine Wohnung suchen, Fräulein. Und du bist immer noch nicht hier weg. Wie wär's, wenn du dich mal verpisst? Da vorne ist die Tür. Moment mal, Hanna, das ist meine Wohnung. Für die bezahle ich. Und dementsprechend gelten hier meine Regeln, Hanna. Ist das dein Hanna? Ernst? Die ist und über 20 Jahre jünger als du. Ja, sag mal, hast du sie noch alle? Echt? Ey, Hanna, sag mal... Wovon redest du denn jetzt? Ich glaub, also echt, das ist so widerlich. Echt. Ich glaube, du solltest mal auf dein Zimmer gehen und versuchen, runterzukommen. Geh einfach weg. Das ist so widerlich. Echt. Du widerst mich an mit diesem Verhalten. Das geht gar Hanna, nicht. Bitte, komm, wir gehen geh bitte auf dein Zimmer und beruhige dich und komm raus, wenn es dir besser geht. Ja? Weißt du, wann ich rauskomme, wenn die alte Tussi hier weg ist? Das kann dauern. Ich frühstücke nämlich jetzt. Sie bleibt jetzt erstmal hier wohnen. Ja? Einen dicken Scheiß. Weißt du, das Ganze ist tot. Hier habe ich auch gar keinen Bock mehr länger anzugucken. Echt, ich glaube, ich spinne. Sag mal, spinnt Svenna jetzt völlig? Das kann doch wohl nicht ihr Ernst sein. Das geht gar nicht.